Herzlich willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2007. Der Titel der heutigen Sendung ist Kosmisches Grauen und meine Studiogäste sind Bernhard Reicher und Martin Amschl. Gibt es den Cropcom für jene, die sich an diesem Live-Gespräch heute live beteiligen möchten. Wie immer erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.nur.at und dann auf Cropcom klicken. Der Button sollte eh schon blinken. Öde Baldur Wingman Utku Unarmed und Dönermeister Lichtkind, glaube ich auch, sind schon da und wir freuen uns auf Fragen und Kommentare. Ja, das war der falsche Knopf, oje. Aber egal. News, es gibt natürlich unzählige News, weil ja jetzt 6 Wochen lang keine Sendung war in diesem Studio, das ist übrigens unglaublich heiß. Es war gerade eine Band da, eine unglaubliche Band, die hat sehr schön gespielt und vor allem gesungen. Und natürlich sehr viel verbrauchte Atemluft hinterlassen, in der jetzt dünsten. Sehr viele News. Den Newsletter gibt es auch noch immer, ist vorgestern ausgeschickt worden, wie immer, so ungefähr am Mittwoch vor der Sendung, als Erinnerung. Mit einer kurzen Inhaltsangabe der Sendung. Mailen kann man uns unter cropfm@mur.at oder vom Mail-Link aus auf cropfm.mur.at. Und seit neuester Zeit gibt es auch ein Forum, das ein Hörer, nämlich Unarmed, der auch da im Chat gerade ist, eingerichtet hat. Ein herzliches Dankeschön an ihn. Ich habe immer wieder Mails gekriegt, wo Leute fragen, warum gibt es denn kein Forum? Ich weiß auch nicht. Jetzt gibt es eines und ich finde es eh viel besser, wenn es von einem Hörer kommt, finde ich. Und da tut sich auch schon einiges und schon einige angemeldet und sehr interessante Artikel drinnen und ich bin schon gespannt auf künftige Diskussionen. Einen Link drauf findet man übrigens vom Cropcom rechts oben, das gelbe Ding, wo Forum steht, das führt sinnigerweise genau dorthin. Ein White Buffalo war vorhergesagt, ich glaube in einer Hopi-Prophezeiung, ein weißes Büffelkalb also, und es kam. Und das Foto findet man dort, was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht, aber so ganz salopp gesagt, wenn man also dieser Prophezeiung glaubt, es geht los. Bernhard weist mich gerade darauf hin, dass es mehrere Indianerstämme sind, aber unter anderem glaube ich auch die Hopi. Korot, to scout for rocky planets around other stars. Rocky planets not much bigger than Earth could be detected by a space telescope called Korot, set to launch on December 27th. Also das
passierte schon voriges Jahr. The mission is expected to provide a better understanding of planets smaller than Saturn, of which only a small number of examples are known so far. Und in der nächsten Sendung ist Helmut Lammer zu Gast und es geht genau darum, nämlich um Corot, denn er hat da mitgearbeitet. Global warming claims tropical island. Rising seas caused by global warming have for the first time washed an inhabited island off the face of the earth. The obliteration of Lohatchara Island in India's part of the Sundarbans, where the Ganges and the Brahmaputra rivers empty into the Bay of Bengal, marks the moment when one of the most apocalyptic predictions of environmentalists and climate scientists has started coming true. Eine absolut erstaunliche und erschreckende Meldung. Und auch Hurrikane über Zentraleuropa sind ja nicht gerade an der Tagesordnung. Das heißt, vielleicht sollte ich sehr bald wieder einmal Andreas Goubier einladen und wir sollten darüber reden, was man denn da tun kann. Und für alle, die noch immer nicht glauben, dass es globale Erwärmung gibt, ja gut, Sie können ja auch so lange warten, bis Ihnen das Wasser bis zum Hals steht und sagen, wir sinken nicht. And there we go again. French Space Agency to publish UFO Archive. Also eine staatliche Stelle bitte. Paris Reuters. The French Space Agency is to publish its archive of UFO sightings and other phenomena online. But will keep the names of those who reported them off the site to protect them from pestering by space fanatics. Jacques Arnaud, natürlich in dem Fall, an official at the National Space Studies Center, CNES, said the French database of around 1,600 incidents would go live in late January or mid-February. Also die Franzosen, nachdem sie schon den Comita-Report herausgebracht haben, in den 90er-Jahren nun wieder Vorreiter in Europa. Und ein sehr interessanter Zug der französischen Regierung. Den Grenztreff oder den Regentreff in Deutschland kennen wahrscheinlich viele und sowas gibt's jetzt auch in Graz. Hurra! Wie schon von Oliver Gerschitz angekündigt, wird also jeden zweiten Samstag im Monat ab 18 Uhr im Gasthof Höchschmidt, Schemmelhöhe 83.01 Lassnitzhöhe um 19 Uhr stattfinden, nämlich. Themen im Bereich Gesundheit, Finanz, Medizin, Mind Control, Prophezeiungen, Freie Energie, UFO, Palmblatt-Bibliothek, ein sehr spannendes Thema übrigens, Philadelphia-Experiment, Kornkreise und so weiter werden beleuchtet und transparent gemacht. Der erste Vortrag fand bereits statt am 13. Jänner. Bernhard und ich waren dort. Da war Oliver Gerschitz zu Gast und hat den Reigen quasi eröffnet mit einem Vortrag über das Philadelphia-Experiment. Der nächste Vortrag folgt am 10. Februar mit Joachim Koch am Samstag, den 10. Februar, zu hören über das Phänomen der Kornkreise und es wird wahrscheinlich auch auf der CropFM-Seite dann angekündigt werden noch. Ja, dann gab es dann auch Deutschlands geheimstes Fernsehen, das online ging, und zwar ist das Secret TV, erreichbar auf www.secret.tv, und es ist Deutschlands erster Fernsehsender für Grenzwissenschaften, Spirituelles und Hintergrundpolitik, und dahinter steht kein anderer als Jan van Heysing. Mir entfällt jetzt immer sein richtiger Name, aber Holland, irgendwie so in der Richtung. Jedenfalls sehr spannend gemacht, sehr gut gemacht, technisch sehr anspruchsvoll gemacht und bin gespannt, wie das sich entwickelt. Eine Kornkreisausstellung gibt es in Österreich. Ich habe relativ spät davon erfahren. Es ist jetzt die letzte Woche. Am 21. Jänner ist Schluss. Das heißt, das Wochenende kann man noch hinfahren. Und zwar in der Lentia 2000 Kunsthalle, vormals neue Galerie, Linz Urfahr, Blütenstraße 15, erster Stock. Anfahrtsplan gibt es auf der Website, die verlinkt ist. Und telefonisch kann man sich dort informieren. Mit der Telefonnummer 0664 57 29 248. 0664 57 29 248. Ja, und dann gab es noch diesen Air Force Colonel, der
in den Nachwehen der Sichtung über O'Hare Airport in Chicago etwas gesehen hat. Und es wird ja inzwischen schon völlig normal, dass irgendwelche Colonels oder sonstige Leute Dinge sehen, darüber auch sprechen, über ihre Projekte sprechen und so weiter. Aber sind ja, es verschwindet immer alles in einem großen Loch aus Sumpfgas. Und zwar Colonel Brian Fields heißt der Mann und er hat das WND gegeben, das Interview. Und er sagt, dass er, I have no idea what they were, aber er hat einfach erzählt, was er gesehen hat. Und es gab unzählige weitere UFO-Meldungen in den vergangenen 4 Wochen. Einen UFO-Crash in Central Iran, dann über Chicago O'Hare, der Bericht mit In the Sky, a Bird, a Plane, a UFO, verlinkt von der Newsseite. Einen UFO-Absturz in Südafrika gab es, einen äußerst erstaunlichen Artikel, erstaunlichen Artikel über den Vatikan. Vatican official declares extraterrestrial contact is real. Das war gar nicht der Signore Balducci, das war jemand anderer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Scientists find extraterrestrial genes in human DNA. Und zwar eine Gruppe von Wissenschaftlern, die am Human Genome Projekt arbeiten. Also, es geht wirklich los. Und als kleine Überraschung für das heutige Jahr gab es dann auch noch ein Interview mit Michael Glickman, das wir schon 2004 geführt haben. Und Chris Hader hat sich die große Mühe gemacht, daraus einen wunderschönen Film zu machen. 1 Stunde, ist verlinkt auch von der News-Sektion, ein Interview mit Michael Glickman. Wünsche allen viel Spaß und hier geht's dann gleich weiter mit kosmischem Grauen. Kosmisches Grauen, der Titel der heutigen Sendung, über einen Autor, der sehr viel Einfluss, glaube ich, hatte auf das kollektive Bewusstsein und alles, nämlich weil diese Autoren wieder unzählige Comic-Autoren, andere Autoren und vor allem Filmregisseure beeinflusst haben und passt auch irgendwie, finde ich, zum UFO-Phänomen, denn erstens einmal hat H.P. Lovecraft ständig über unsere Kontakte, Vorfahren etc. mit den anderen, mit den Alten oder wem auch immer geschrieben und zweitens ist das UFO-Phänomen zu einem von mir jetzt nicht näher definierbaren Teil, zu einem, nicht wirklich, ich weiß nicht, zu welchem Teil, 30%, 40%, 100%, keine Ahnung, auch ein Bewusstsein-Phänomen. Und ja, dieser Mann hatte sicher einen großen Einfluss auf unsere urbanen Mythen, die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben. Freue mich sehr, heute Bernhard Reicher wieder mal als Bernhard Reicher zu Gast zu haben. Viril ist ja eh immer da, aber sprechen tust heute du für dich. Ich freue mich einmal, dass ich auch wieder ich selbst sein kann. Ja. Endlich wieder du selbst. Man braucht den Bernhard jetzt wirklich nicht näher vorstellen. Er ist, mir gefällt ihm am besten Märchenerzähler, aber er ist vieles mehr. Er ist Medium, du hältst Vorträge, du bist Drehbuchautor und Drehbuchautorenunterrichtender. Und vieles mehr eigentlich, also und natürlich auch Channel, ne, Medium. Und wir hatten dich schon öfter zu Gast und du, als du die Viril gabst. Oder machen Viril, wir die Viril. Oder der Viril quasi temporär eine Besetzung erlaubt hast, wie das immer gerne nenne. Aber, na, gut. Das heißt, wer sich näher über dich informieren möchte, der kann das entweder auf deiner Website tun oder kann sich eine der 5 Sendungen, die bereits im Archiv sind, wie wir heute beide erstaunt festgestellt haben. Du warst schon wirklich bei 5 Sendungen und 3 davon als Bernhard. Also, ja, immerhin. Also es ist 4-2 für Viril steht es mit heute. Okay. Für Bernhard meine ich. Aber es ist ja eh, es verschwimmt ja alles. und mein zweiter Gast heute, freue mich sehr, Martin Amschel, hallo. Hallo. Bisschen näher ans Mikro gehen. Ja. Wir kennen uns so vom Seden, von der Ecke immer wieder, also genau. Von den Veranstaltungen. Freue mich, dass du heute da bist. Ich habe vermutet, dass es du bist irgendwie, aber ich habe es nicht gewusst. Ja. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass es du bist. Lovecraft, Liebhaber, sagen wir mal so, eher ambivalentes Verhältnis, sage ich mal. Ja, wie bist denn du zu Lovecraft gekommen? Also. Du bist, das soll man schon noch sagen, also du bist Bildhauer und Tätowierer. Mhm.
Genau. Irgendwie zur Tätigkeit, die finde ich passen sehr gut zu Lovecraft. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Aber irgendwie passt es. Aber wie kamst du zu diesem verrückten Autor? Ja, eigentlich über. Entschuldigung, Bernhard. Aber ich muss sagen, ich habe ein Buch von ihm gelesen und ja, ich fand es wirklich eigentlich stellenweise total toll und im letzten Drittel haben wir eigentlich gedacht, um Himmels Willen, was ist los mit dem Mann? Aber ich kann da total verstehen, dass man da voll einfällt. Grundsätzlich bin ich über eines seiner angeblich erfundenen Bücher zu ihm gekommen, nämlich über das Necronomicon, berühmt-berüchtigt. Ja. Viel mehr berüchtigt als berühmt. Und ja, das hat sich irgendwann in den 80ern ergeben, ne? Damals am Sprung zur Spiritualität, sage ich jetzt einmal, irgendwie. Und das Einzige, was dann was mir eingegrenzt ist, war das Necronomicon. Sonst waren kaum Bücher zu erhalten, irgendwie. Ja. Die in Richtung Spiritualität oder damals Magie halt, weil es halt interessant war, pubertierend, wie ich damals war. Um was geht es heute eigentlich, fragt Flo Snow. Es geht, wenn man auf die Startseite schaut, wird dann das auch sehr klar, um H.P. Lovecraft und den Begriff kosmisches Grauen, der eigentlich vom englischen Supernatural Horror oder so kommt. Genau. Und ich finde aber kosmisches Grauen einer der wenigen Übersetzungen, wo die deutsche Übersetzung viel besser ist. Sonst ist meistens Englisch klingt cool und Deutsch irgendwie, aber da ist es eindeutig, kosmisches Grauen finde ich schön. Okay, du hast dich für Spiritualität interessiert und dann ist dann nur als Necronomicon irgendwie. Nein, Spiritualität ist erst weit später gekommen. Okay, wie alt warst du, als du da? Das war 15 ungefähr. Okay, also pubertierend. Magie, ja, Magie war das ja, Ding. Nicht? Magie okay. War mein Zuckerl, mein Eisschlecker. Okay. Und da war das Necronomicon halt einmal eben weil geheim und wie wir damals gehabt haben, verboten. Aha. Und so war das halt viel interessanter als alles andere. Ne? Weil natürlich hätte ich Schriften vom Steiner kriegen können und sonstiges. Ne? War natürlich bei weitem nicht so interessant. Naja, klar. Und, naja, klar, sage ich einerseits, aber andererseits, was hat dich denn als 15-Jähriger so angesprochen daran? Ja, dieses Anderssein können überhaupt einmal und das möglichst mit geringem Einsatz, sage ich jetzt einmal, was jetzt die diesseitige Welt betrifft, der Preis war nicht besonders groß, ist mir erschienen und dann geht halt schnell was, ne? Mhm. Und hast du da persönliche Erfahrungen gemacht mit ihm? Nein. Gott sei Dank. Die persönlichen Erfahrungen habe ich einfach meiner Meinung nach in anderen Leben schon abgehandelt und habe dadurch einen heiden Respekt immer davor gehabt. Aber trotzdem war die Neugierde dann größer. Natürlich. Schön mit der schwarze Einband und so. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ich hielt es gerade in Händen. Das ist bizarr. Ich bin mit ein paar gut bekannt und zum Teil befreundet, die wirklich praktiziert haben nach dem Buch. Also leben die noch? Durchaus. Aha. Okay. Nein, ich frage. Nein, die leben noch, ja klar. Aber sie haben halt wirklich sehr arge Erfahrungen gemacht. Ja. Und das waren meistens eine, maximal zwei Erfahrungen und dann ist die Geschichte gegessen gewesen. Mhm. Was waren das für Erfahrungen? Ja, keine guten. Also es spricht da wirklich keiner drüber. Ja. Ganz konkret jetzt. Ne? Okay. Aber eben ein Freund von mir, der ist Grafiker und wenn man seine Zeichnungen anschaut, die das Thema betreffen, dann weiß man, warum nicht drüber gesprochen wird. Mhm. Das sind eher krasse Dinge. Mhm. Haben Sie in ein Kastel reingehört, das lieber zugelassen hätte? Ja, da war die Tür einfach zu weit offen. Das Schlüsselloch hätte gereicht. Okay. Also vielleicht ein Beispiel. Ich habe das in einem Buch gelesen, wo jemand darüber schreibt, wie man mit magischen Unfällen umgeht praktisch. Und ein Kapitel darüber ist Necronomicon und die Quintessenz ist, lass die Finger davon. Aber er schreibt, wenn einmal was passiert, so wie man damit umgehen kann. Und eine der Beschreibungen, die er da liefert, wie es Menschen geht, die damit praktiziert haben, ist, dass der zwei, drei Tage, nachdem er angefangen hat, Schatten von irgendwelchen Wesen an den Wänden gesehen hat, in seiner Wohnung, die von nichts geworfen worden sind, die aber da trotzdem durch die Wohnung gegeistert sind. Ja, also so fängt es an. Okay, aber Moment, es gibt das Phänomen der, auf Englisch, weiß ich nicht, Shadow Persons. Das ist eine Epidemie, die da also grassiert. Also es sind ja Leute, die sich nie mit schwarzmagischen Dingen beschäftigt haben, sehen plötzlich schattenartige Wesen. Gut, man kann immer schweres psychiatrisches oder chemisches Problem in den Ganzen sehen, aber meiner Meinung nach bei weitem nicht. Also
Es ist eben nur bezeichnend, dass das scheinbar dann auftritt, wenn man auch da reinkippt. In die, ja. Ja. Ja, wenn die Erscheinung in Schattenform auftritt, hast du das noch lange nicht, dass das jetzt da wirklich was Negatives ist. Nein, es gibt ja positive Erscheinungen, die als Schatten auftreten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wenn du das sagst, dann nehme ich das einmal so hin, aber ich weiß es nicht. Also das, worum es dem Martin und mir auch vor allem geht bei der Sendung, ist neutraler Zugang zu dem Thema Dunkelheit oder dem Dunklen, weil wir das immer wieder erleben im Umgang mit spirituellen Menschen, dass viele entweder komplett rosarote Brille aufhaben oder sich sehr in das Dunkle hineinflüchten. Ja. Auch eben um anders zu sein oder so und damit kokettieren. Und beides ist sehr ungesund. Und ich glaube, gerade die Beschäftigung mit Lovecraft ermöglicht einem einen sehr interessanten Zugang dazu, wie man das Ganze sehr neutral sehen kann. Ja, ich sehe es. Okay, ich möchte auf jeden Fall über das Necronomicon sprechen. Ich bin immer wieder drüber gestolpert, vor allem auch im Zusammenhang mit Aleister Crowley. Sehr interessanter Mann auch, aber mit großem Respektabstand für mich zu genießen oder einfach, ja, schon okay, aber trotzdem möchte ich am Anfang jetzt noch ein bisschen beim Herrn Lovecraft bleiben. Wofür steht denn das HP? Erste Frage. Das steht für Howard Phillips. Howard Phillips Lovecraft, geboren irgendwann im vorfolgenden Jahrhundert. 1891, ja. Bis 1937. Nicht sehr alt waren der Herr. 46 waren und war, glaube ich, ein zutiefst unglücklicher Mensch seit seines Lebens lang. Ja, warum denn? Erzähl doch ein bisschen was über ihn nochmal. Er ist aufgewachsen an der Ostküste der USA in Rhode Island. Als Kind eines reichen Elternhauses zuerst ursprünglich, hat dann das ganze Geld aber verloren und die Familie hat das Geld verloren und er war als Kind schon immer extrem kränklich. Also er hat nie so soziale Kontakte zu Gleichaltrigen schließen können auf Dauer, sondern war die meiste Zeit allein und eben oft krank im Bett und hat sich eigentlich seine ganze Bildung angeeignet durch die Bibliothek seines Onkels, die so richtig veraltete puritanische Bibliothek war und da hat sich auch seine Weltsicht geformt. Also er war dann dadurch auch Zeit seines Lebens lang striktester Antialkoholiker, hat sich auch gekleidet in einer Weise, die mindestens 50 Jahre davor modern war, vielleicht noch. Also er war absolute Epigone, auch schriftstellerisch. Er war ziemlich asexuell und von sich selber überhaupt nicht überzeugt. Das passt ja zu Wilhelm Reichs Theorie wie die Faust aufs Auge, also Mythos und Asexualität. Und man flüchtet sich dann in die Mythologie, passt wunderbar zusammen. Ja, ja. Also wenn man die Funktion des Orgasmus von Wilhelm Reich liest, dann sagt man sich, na klar. Also irgendwie. Ja, und er hat eigentlich, wenn er vielleicht im 18. Jahrhundert irgendwo in England geboren worden wäre, als Lord mit seinen eigenen Besitztümern, dann wäre er sehr glücklich gewesen, glaube ich. Da hätte er genau hingepasst. Dann hätte er sich seinem Hobby der Literatur widmen können, ohne aufs Geld schauen zu müssen. Lustknaben wären alle nur legal gewesen, ob einer gewissen Ebene. Ja, er hat sich nicht einmal für Jungs interessiert. Er war sogar verheiratet. Das sagt nichts, aber es hat ihn eben gar nichts interessiert in der Richtung groß. Übrigens, das ist spannend, vielleicht kann man da schon darauf verweisen, die Frau, mit der er verheiratet war, die Sonja Green, eine New Yorker Jüdin, war ein paar Jahre davor die Geliebte von Crowley. Also da gibt es auch eine Verbindung, aber da kann man vielleicht später noch drauf eingehen. Ja. Also, ja, reiches Elternhaus und dann irgendwie der Niedergang finanziell und sich in eine Welt geflüchtet. Einfach, klingt für mich so, ist einfach halt nicht so richtig zurechtgekommen. Ja, er war ein Einsiedler, ein Sonderling und literarisch hochbegabt, was er selber eigentlich sich nie eingestehen wollte. Mhm. Er hat es trotz einer sehr reichen schriftstellerischen Tätigkeit geschafft, gerade einen einzigen Roman zu Lebzeiten zu veröffentlichen, nämlich Schatten über Innsmouth, einer seiner wichtigsten für die Mythologie. Und sonst hat er nur in den Weird Fiction Magazinen so Kurzgeschichten veröffentlicht und sich ein bisschen über Wasser gehalten, indem er Geschichten von anderen Autoren überarbeitet hat und hat einen sehr, sehr regen Briefkontakt geführt. Ich glaube, von allen Schriftstellern, von denen man das weiß, ist er an erster Stelle, was die Quantität seiner Briefe angeht.
Also er hat die meiste Zeit seines Tages darauf verwendet, Briefe zu schreiben. Wow. War zum Beispiel ein extrem guter Freund, allerdings eben nur in Briefform, weil er ein Einsiedler war, mit dem Robert E. Howard, dem Erfinder von Conan den Barbaren, und mit vielen anderen Schriftstellern seiner Zeit. Mhm. Und aber zu Lebzeiten ist ihm anscheinend bei Weitem nicht der Ruhm zuteil geworden, der ihm nach seinem Tod dann... Ja, ich glaube, er wäre überrascht gewesen, was er für eine Nachwirkung gehabt hat. Ja, er hätte sich selber nie denken können. Ja, als Einsiedler wäre er schockiert gewesen. Absolut. Vielleicht ist es ihm deshalb ein Sportplan. Ja, also er war sehr ambivalenter Charakter. Er war auch sehr rassistisch, was damals nicht unüblich war in den Kreisen, in denen er sich bewegt hat. Und vielleicht auch wichtig, weil er meistens einfach als Horrorschriftsteller gesehen wird. Er war von seiner Persönlichkeit her ein absolut naturwissenschaftlich geprägter Mensch. Ein absolut mechanischer Realist. Mhm. Und er war ziemlich misanthropisch. Also er hat für die Menschheit an sich nicht viel übrig gehabt. Mhm. Aber er war sehr, sehr visionär. Er hat zum Beispiel die Entdeckung des Pluto schon ein, zwei Jahre vorher in seinen Büchern vorausgesagt. Ja, das ist ja, also zum einen muss ich sagen, also weil er erwähnt hat, dass er auch rassistisch war und Misanthrope, die Beschreibung Lovecrafts klingt nach einem eigentlich sehr unsympathischen Menschen, einer sehr schwierigen Menschen, sagen wir so. Also Der Martin hat mir vorhin erzählt. Es wird geschrieben über ihn, dass es nicht belegt ist, dass er jemals gelächelt hätte. Ja gut, nicht belegt ist. Also es gibt auf Kamera. Es gibt kein Foto, einfach nichts. Er ist immer mit zusammengekniffenen Lippen zu sein, sonst einfach gar nicht. Ach, hey. Und trotz seines, wie du sagst, Bernhard, mechanistischen Weltbildes hat er kolossalste Epen geschrieben, die völlig eigene Fantasiewelten aufgebaut haben und voller Magie waren. Ja, er hat einen Mythos erschaffen. Es gibt wenige Autoren, die das von sich behaupten können. Ja. Tolkien ist natürlich das herausragendste Beispiel, aber sonst fallen mir nicht mehr viele ein. Ja. Nämlich den Cthulhu-Mythos. Genau. Mit sehr viel stummen Haas. Cthulhu. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es gibt mehrere Varianten, aber Cthulhu ist so die gängigste. Cthulhu. Oder Cthulhu. Ja. Cthulhu. Und was geht es denn in diesem Mythos? Der auch sehr eng mit Necronomicon zusammenhängt. Also ja, genau, weil der wird ja da drin entwickelt. Im Necronomicon wird ja der Cthulhu-Mythos irgendwie entwickelt, oder? Ja, sagen wir mal, er ist einer der dem ganzen Dämonenreich mehr oder weniger vorsteht, ne? Einer der Big Bosse da. Der Cthulhu jetzt, der nicht Cthulhu. Der Lovecraft. Nein, der Cthulhu, Cthulhu, genau. Einer der oberen Schichten in dieser Hierarchie. Ja. Nur kurz, im Chat schreibt doch jemand, können wir da später einen, im Film Evil Dead mit dem wirklich eigentlich großartigen Vin Diesel, weiß nicht, ob der Film jetzt so großartig ist, kommt auch das Necronomicon vor. Das Buch kommt in vielen Verfilmungen vor. Ja. Also Sam Raimi greift immer wieder darauf zurück als Regisseur und in viele Computerspiele und Comics. Also wie gesagt, der Einfluss von Lovecraft ist gar nicht zu unterschätzen. Nein, also würde ich auch nicht sagen. Ne? Ja. Gut, Cthulhu, wie auch immer. Cthulhu ist der bekannteste, wenn auch, wie der Martin gesagt hat, nicht der wichtigste der Gottheiten, aber deswegen so interessant innerhalb dieses Mythos, weil er auf der Erde noch ist, im Vergleich zu anderen dieser Gottheiten. Er schläft irgendwo im Pazifik, bis er gerufen wird von irgendwelchen bösen Kultisten. Und ich habe eine Abhandlung auch irgendwo darüber, dass es in unterschiedlichsten Sprachen Ausdrücke gibt, die ganz ähnlich sind und die immer auf einen ganz bösen Dämon oder einen ungeheuren Scheusal verweisen. Also vom Assyrischen über das Hebräische, über Sanskrit, über Chinesisch, Griechisch bis zu dieser lateinisierten Form Cthulhu gibt es immer wieder Wörter, die ganz ähnlich klingen und so und auf den verweisen. Zum Beispiel, was fällt dir dann sein? Auf Sanskrit heißt er Katala zum Beispiel, auf Hebräisch Chadel, auf Arabisch Al-Katul oder so. Und das kann man immer genau zurückverfolgen und das hat immer etymologisch was eben mit einem bösen Monster, Scheusal zu tun und so weiter. Also der Lovecraft war ja hochgebildet und hat mehrere Sprachen auch zumindest teilweise beherrscht.
Und man vermutet, dass er auch da seine Vernetzungen gezogen hat. Ja, das ist eh so ein Ding. Also Lovecraft hat ja sehr viele konzeptionell Dinge entwickelt und angesprochen oder dargestellt, die ja dann später, also ich kenne wie nur, wie gesagt, nur das, die Schatten aus der Zeit, glaube ich, heißt das Buch. Und faszinierend, also so sehr ich jetzt auch dann über ihn ein bisschen nörgle, weil mir einfach der Adjektivismus, wie man das glaube ich nennt, einfach zu viel wird. Ich meine, er beschreibt dann einfach einen wunderschönen Garten und dann ergeht er sich darüber, wie furchtbar grauenvoll, das Wort kommt glaube ich, ich weiß nicht wie oft vor, dieser wunderschöne Garten ist, den er gerade beschrieben hat. Und man denkt sich, was ist los mit dir? Ist doch schön da. Ich weiß nicht. Aber das ist die Tradition des gotischen Schauerromans, der da auf die Spitze treibt. Er ist ja ein Epigone auch literarisch gesehen. Und er hat es ja deswegen geschrieben, weil er gemeint hat, das Einzige, wofür es sich überhaupt lohnt zu leben, ist für Schönheit. Yeah. Ja, und die höchste Form der Schönheit wäre eben das Grauen, der Horror. Und er hat seine Geschichten wirklich aufgebaut in einer so faszinierenden und raffinierten Weise, das ist heute noch unübertroffen. Ja, bevor wir jetzt den Faden verlieren, was ich eben sagen würde, ist, das heißt, er hat immer wieder, beschreibt er Dinge, die entweder später dann eigentlich also in urbanen Mythen wieder zurückkommen, auf ganz einem anderen Eck, wo man sich dann fragt, wie passt jetzt am Dusk oder wenn Pluto, hätte er vorher gesagt, da steige ich jetzt komplett aus, weil ich meine, und weil das kann er nicht einmal irgendwo gelesen haben, aber dann gibt es auch sehr viele Einflüsse, er hat offenbar, war diese Bibliothek seines Onkels, glaube ich, sehr groß und sehr alt und er hat einfach sehr viel einfließen lassen, aber er hat, kommt mir vor, sehr viel Intuition gehabt. Ja. Ne? Da kann vielleicht der Martin auch noch mehr drüber sagen, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, dass er auch als Kind, wenn er ständig krank wird, ständig luzide Träume gehabt. Und ja, genau. Und das, also ich glaube jetzt nicht, dass er tatsächlich Vorhersagen gemacht hat, sondern er hat es vielleicht eben luzid geträumt, er hat vielleicht Visionen gehabt, aber nicht so konkret, dass er das irgendwie Wort für Wort irgendwie niederschreiben hätte können. Aber es ist halt immer in Andeutungen dann vorhanden. Ja. So, jetzt zurück zum Cthulhu. Was, also der sitzt irgendwo im Ozean und wartet, bis ihn jemand ruft. Er schläft. Boards, ne? Ja. Er schläft. Und was macht er dann, wenn der Wecker klingelt? Dann geht die Welt unter. Also er wird alles vernichten und verschlingen und dann seine Herrschaft wieder antreten. Also der Cthulhu-Mythos im Groben besagt, dass die Menschen eine kleine Randerscheinung sind, auch in der Entwicklung der Erde, dass vorher die großen Alten da waren, von denen eben der Cthulhu einer ist, aber jetzt eben nicht einmal der Größte. Und die haben die Erde vorher schon besiedelt und geschunden und sind dann aber später glücklicherweise vertrieben worden. Aber die sind eben so groß und so schrecklich, dass sie nicht endgültig besiegt werden können, sondern eben nur verbannt. Und die warten dann eben in unterschiedlichen Räumen zwischen den Sternen oder in namenlosen Abgründen oder welche Ausdrücke er dafür findet, bis sie wieder gerufen werden und ihre Herrschaft wieder antreten. Erinnert mir jetzt spontan an solche erzkatholischen Glaubenssysteme, wo man auch ständig davon spricht, dass aus dem Untergrund die Teufel und Dämonen wieder hervorsteigen, wenn also die alten Götter wiederkommen. Ja, und alles furchtbar lange quälen und dann vernichten. Und zum anderen muss ich da jetzt ein bisschen weiter fragen. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel nach Stargate übersetzt, dann sind es die Antiker. Ich habe leider Stargate nie verfolgt. Aber vielleicht hat nicht was jetzt. Aber woher kamen denn diese Alten? Die sind so weit jenseits unserer Vorstellung, dass man gar nichts über sie sagen kann. Aha. Also das beantwortet er gar nicht. Also das heißt, er entwickelt einen Horror, der nicht mehr fassbar ist. Und gerade dadurch entsteht die Faszination von Lovecraft, dass er eben sich durch seine Formulierungen in solchen Andeutungen ergeht, dass wirklich die Gänsehaut aufsteigt, weil die eigene Fantasie dann eben mitspielt. Aus dem Grund ist es auch so schwer, ihn direkt zu verfilmen. Ja.
Wenn du möchtest, kann ich vielleicht was vorlesen, um Dings einer Sprache zu bringen. Ja. Wenn wir gerade bei den Göttern sind, da habe ich einen Ausschnitt aus der Traumsuche nach dem unbekannten Kadat. Das ist einer seiner Traumweltgeschichten, der hat er früher geschrieben. Okay, aber haben wir nicht auch gemeint, vielleicht den Cthulhu, den Anfang, oder passt das jetzt besser, glaubst du? Ich glaube, da passt jetzt das besser, gut, ja. Weil das auch gleichzeitig seine Sprache schildert und auch den absoluten Obermotz dieser Cthulhu-Mythologie schildert. Im leichten Schlummer stieg er die 70 Stufen zur Kaverne der Flamme hinab und sprach den bärtigen Priestern von Nascht und Kamantar von diesem Vorhaben. Und die Priester schüttelten ihre pschendtragenden Häupter und erklärten feierlich, dies bedeute den Tod seiner Seele. Sie wiesen darauf hin, dass die Großen ihren Willen bereits kundgetan hätten und dass es ihnen nicht angenehm sei, durch beharrliches Bitten belästigt zu werden. Sie erinnerten ihn auch daran, dass nicht nur kein Mensch jemals am Kadat gewesen wäre, sondern dass auch nie ein Mensch geahnt hätte, in welchem Teil des Raumes er liegen könnte. Ob in den Traumländern um unsere eigene Welt herum oder in jenen, die irgendeinen unvermuteten Begleiter von Formalhaut oder Aldebaran umgeben. Falls in unserem Traumland, ließe er sich möglicherweise erreichen, doch hätten seit Anbeginn der Zeiten nur drei menschliche Seelen die schwarzen, gottvergessenen Abgründe zu anderen Traumländern hin- und zurück überquert. Und von diesen drei wären zwei total wahnsinnig wiedergekehrt. Es bergen solche Reisen unberechenbare lokale Gefahren, sowie jenes abstoßende, endgültige Verderben, das außerhalb des geordneten Universums, wohin keine Träume reichen, unnennbar schnattert. Dieser letzte amorphe Pesthauch heillosester Verwirrung, der im Zentrum aller Unendlichkeit lästert und brodelt. Der grenzenlose Dämonensultan Azathoth, dessen Namen laut zu nennen kein Mund wagt und der in unfassbaren, lichtlosen Kammern jenseits der Zeit hungrig nagt, inmitten des gedämpften, rasend machenden Schlags nichtswürdiger Trommeln und des dünnen, monotonen Gewinsels verwünschter Flöten. Und zu diesem abscheulichen Stampfen und Pfeifen tanzen langsam plump und absurd die gigantischen ultimaten Götter, die blinden, stummen, finsteren, irrsinnigen anderen Götter, deren Seele und Bote das kriechende Chaos Nyarlathotep ist. Puh. Okay, ja. Also, ein sprachliches Crescendo. Ich hoffe, jetzt weiß jeder, was ich meine. Also, das ist... Na, Aldebaran hast du da jetzt erwähnt. Das ist ja in vielen Mythologien, sage ich jetzt einmal. Wie kam er denn auf diesen Stern? Er war. Es steht ja gerade im Chat, also aus welchen Quellen schöpft Lovecraft sein Wissen? Ich meine, wir haben es kurz vorher angesprochen, er hat viele alte Sachen gelesen, wahrscheinlich auch Intuition, aber wie kam er... Er war ein Hobbyastronom auch zum Beispiel. Aha. Und ich glaube, dass er vieles tatsächlich durch visionäre Einsicht gehabt hat. Ich glaube, dass er hätte sich selber nie als hellsichtig bezeichnet oder so, weil er auch nie dran geglaubt hätte. Aber was? Er hätte an solche Dinge nicht geglaubt? Also er hat das immer abgetan. Er hat immer behauptet, das schreibt er nur zum Vergnügen und das ist alles Blödsinn. Das ist sehr rein naturwissenschaftlich erzogen einfach, ne? Ja. So solche Dinge haben da überhaupt keinen Platz in seinem Weltbild. Naja, offenbar doch. Ne? Weil ich glaube, er hat es so kanalisiert, er hat es nicht zulassen können. Ja. Finden wir das der Ausdruck mit der Literatur eben. Ja. Und ich glaube, er hat sehr viel Einsichten gehabt in astrale oder sonstige Welten, aber ich glaube halt fast ausschließlich in die dunklen Bereiche davon. Ja, es schaut schon so aus. Bevor jetzt zur Frage kommt, warum eigentlich nur die dunklen Welten, gab es irgendeine Cthulhu-Verfilmung? Ich glaube schon, gell? Da habe ich sogar einen Link. Ja, den habe ich bewusst reingestellt. Es hat einige Versuche gegeben. Es ist sehr schwer, ihn zu verfilmen. Meistens sind es schreckliche B-Movies. Aber es gibt eine, die von der HBLHS, von der Howard Phillips Lovecraft Historical Society gemacht worden ist. Die sind Freaks, die sich wirklich um sein Erbe kümmern und das Ganze historisch aufziehen. Und die haben einen Stummfilm gemacht vor ein paar Jahren. Eben diese wichtigste Geschichte für den Cthulhu-Mythos, der Ruf des Cthulhu, wirklich als Stummfilm gemacht, der so in den 20er Jahren spielt und auch in dieser Bildsprache des Expressionismus, der damals vorgeherrscht hat, verfilmt. Das ist meiner Meinung nach die einzige, die ihm gerecht wird. Aber es geistert seit einigen Jahren schon ein Gerücht herum, dass sein Roman Die Berge des Wahnsinns verfilmt werden soll. Das ist, glaube ich, auch der einzige, der verfilmbar ist. Das glaube ich. Also,
Ja, genau, ich habe den Trailer gesehen. Also ich habe dann, also ist dieser Film, also die Antwort auf Utkus Frage klingt, ey, Utku, habe ich mir immer schon gedacht, klingt irgendwie wie aus einem Lovecraft. Also die Antwort darauf ist Cthulhu, also Utku, Cthulhu ist der Film und der Link befindet sich auf der Startseite, wo auch steht, um was wir heute sprechen. Für alle, die es noch immer nicht ganz überrissen haben. Ja, Verfilmungen, also sehr schwierig, und wenn man jetzt gerade diese Passage gelesen hat, wie soll man abgrundtief wahnsinnige alte Götter, die stumm vor sich hin tanzen auf traurigen Flöten, wie soll man das verfilmen? Ich meine, das geht einfach nicht. Es hat einen bestimmten sprachlichen Rhythmus. Ich glaube, was gut funktioniert, sind Hörspiele. Es gibt mittlerweile auch einige. Ja, und ich glaube, du wärst ein guter Leser dafür. Danke. Also, vortragender Leser, Sprecher. Vorleser, Sprecher. Ja, genau. Hallo. Ja. Dennoch, die Frage finde ich irgendwie, du hast jetzt was angesprochen, was ich sehr interessant fand. Das heißt, auf die Weltenbürgers Frage zurückzugehen. Weltenbürger schreibt übrigens, dass er da Kontakt mit einem Mitglied der Thule-Gesellschaft gehabt hat. Ist ja auch so eine ja, sehr schwarze nicht notwendigerweise. Nicht notwendigerweise? Nicht alles, was aus der Richtung kommt, muss gleich Hörner aufhaben, sagen wir so. Naja, weil es ist halt, naja, gut, also die NSDAP ist irgendwie schon klar. War ein Abfallprodukt oder ein also so licht waren sie nicht, glaube ich. Aber natürlich, aber warum ich das sage, ist eben diese Brücke zu Aldebaran und so weiter, die ich irgendwie interessant finde, die kommt ja auch sicher in irgendwelchen obskuren Nazi-Mythen vor, der Planet, wie ich denke, oder wie ich mich glaube zu erinnern, und auch in sehr vielen anderen, also sehr viele glauben, dass also da irgendwie dieser Stern bewohnt ist, obwohl wir natürlich keine Beweise haben, oder zumindest keine, von denen wir wissen. Aber du hast vorher angesprochen, dass also Lovecraft sehr wohl auch selbst vielleicht, wie sagt man da, visionäre Erfahrungen gemacht hat. Warum sagst du das? Gibt es da irgendwas Konkretes drüber? Hat da jemand einmal was ausgegraben oder ist das nur eine Vermutung von dir? Eine Extrapolation, wenn man sich anschaut, welche Träume er ständig gehabt hat und seine Erzählungen, Berichte dazu aus seiner Kindheit und auch später noch, dann sind es eben keine normalen Träume. Also das klingt für mich schon eben nach mindestens luziden Träumen oder unbewussten Astralreisen. Es ist übrigens auch sehr spannend, ich habe vor ein paar Jahren mal was gelesen von jemandem, der von einem Schamanen in Südamerika initiiert worden ist und der bei seiner ersten Reise Wesen getroffen hat, die nach seinen Beschreibungen absolut Lovecraft-esque waren. Also richtig grauenerregende, schreckliche, düstere Würmer mit mehr Tentakeln als Augen oder was auch immer. Also wirklich ganz schlimm. Und die haben ihm gesagt, er soll sofort abbrechen, weil sie sind die wahren Herren des Universums und er muss ihnen jetzt zu Diensten sein und so. Und Moment, in was für einer Art von Erlebnis hat er die getroffen? In seiner schamanischen Initiation. Aha. Und ich weiß nicht, ob der Lovecraft gelesen hat, aber seine Beschreibung klingt eben, wie gesagt, absolut Lovecraft-esque. Und er hat nicht abgebrochen und hat seinem Lehrer, seinem schamanischen Mentor, das dann eben hinterher erzählt. Und er hat gesagt, ja, die gibt's und die tauchen immer wieder mal auf und behaupten, sie wären die Herren und man muss sich ihnen unterwerfen und so. Und da soll einfach nichts drauf geben. Also quasi, aber eben die Beschreibung hat mich schon ziemlich schlucken lassen, weil es eindeutig nach Lovecraft klingt. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe immer, seit ich ihn gelesen habe, ich glaube mit 14 habe ich das erste Mal was gelesen von ihm, immer schon den Eindruck gehabt, das ist mehr als nur eine Schauergeschichte. Und je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, umso ungemütlicher ist es mir geworden. Und das hast du aber genossen? Ja, ich mag das. Ich glaube, das haben der Martin und ich gemeinsam. Wenn es so spooky wird, dann... Ja, also auch ich, als ich dieses eine Buch, das noch dazu sehr kurz ist, las, das erste Drittel war grandios, was er da entwickelt und wie er das beschreibt. Und
Stimmt, man kann es jetzt überhaupt an nichts festmachen, aber es schwingt da was mit, wo du weißt, das ist nicht nur jetzt, das ist zu gut ausgedacht, es ist einfach irgendwo auch stimmig. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und zu sagen, ich meine, was du jetzt so angedeutet hast, hast natürlich, dass er, man könnte jetzt folgende Theorie über Lovecraft entwickeln, er hat einfach Visionen und schreckliche Visionen und grauenhafte Visionen gehabt, hat aber durch seine Erziehung und überhaupt in dieser ganzen Gesellschaft das nicht besprechen können und hat es daher kanalisiert in seine Erzählungen und hat so sein Ventil gefunden und hat da aber allen erzählt, das ist alles nur Unsinn und so. Aber er ist es also einfach los worden. Das wäre ja, durchaus. Ich glaube sogar, dass er das selbst geglaubt hat, dass das so ist. Also das war jetzt, glaube ich, keine Erfindung von ihm, dass er das verpackt in seine Geschichte, sondern für ihn war das die einzige Möglichkeit, überhaupt das in sein Weltbild zu packen. Ja, der Literatur war für ihn ein anerkanntes Medium, der war ja gut drin. Ja, aber das war jetzt gerade eine Erfindung von mir, ich weiß nicht, okay. hat er das, keine Ahnung, gibt es tatsächlich von ihm Aussagen, dass er das, diese... Nein, aber einfach, was die Biografie halt hergibt von ihm. Ne? Aha. Das sein naturwissenschaftliches Weltbild, seine mechanische Weltvorstellung einfach, ne? Ja. Da passt sowas einfach nicht rein, feinstoffliche Dinge. Achso, ja, ja, das auf jeden Fall, tun, ne? Klar, ja. Das heißt, er muss es ja für sich selbst verpacken, dass er es überhaupt nach außen bringen kann. Ja, die Frage ist aber nur, warum? Ne? Warum so ein Mensch gerade einen derartigen Mythos entwickelt, wenn er doch überhaupt nicht dran glaubt? Ne? Der Martin und ich haben ja vorher schon gesprochen und da bin ich, keine Ahnung, ist mir vorher noch nie eingefallen, aber in dem Moment ist mir was sehr Beunruhigendes in den Sinn gekommen, dass er vielleicht sogar, weiß ich nicht, benutzt worden ist, um irgendwas in die Welt zu bringen. Von wem benutzt? Von diesen Wesen. Mhm. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es zumindest sowas Ähnliches gibt. Ja, aber gut, ich meine, belässt er in seinem gesamten Werk diese Wesen einfach, lasst er die so stehen quasi als den Ursprung allen Bösen und beschreibt nichts mehr über sie, woher die wiederum kamen und so weiter, oder? Eben nicht, wie gesagt, weil die so weit von uns entfernt sind, über die können wir gar nichts aussagen. Das ist so wie ein Plankton kann nichts über einen Wal aussagen. Also. Wahrscheinlich nicht, ne, aber. Und in seiner Vorstellung haben die großen Alten sich auch um die Menschen nicht wirklich gekümmert. Also, das war jetzt nicht so, dass die böse waren in dem Sinn, sondern Menschen waren einfach so unwichtig für diese Wesen, dass es einfach halt, ja. Ja, ich kriege auch den Eindruck, dass diese Wesen eigentlich eben gar nicht so richtig böse eigentlich waren, sondern einfach nur ihr Ding gemacht haben, ne? Also die haben auf ihr Ding durchgezogen und hier und da sind sie jemand auf die Zehen gestiegen oder so. So kommen sie mal vor. Oder halt aufs Dach. Ja, also das reicht dann schon. Dass, also bei Lovecraft fallen ja tatsächlich noch Leute in Ohnmacht, wenn sie irgendwas Schlimmes sehen. Also es ist auch die Tradition des gotischen Schauerromans, ja, was im 20. Jahrhundert auch schon längst obsolet war, aber er hat das halt auch noch so beschrieben. Mhm. Und ich glaube, das gnädigste Schicksal, das den meisten seiner Protagonisten vorbehalten ist, ist der Wahnsinn. Mhm. Den er sich selbst irgendwie verwehrt hat. Ja, dazu war er einfach zu intellektuell immer. Ja. Mhm. Oder zu kontrolliert. Ja. Mit wie vielen Jahren hat er denn das Necronomicon geschrieben? Oder ich meine, okay, da müssen wir, wenn wir sagen, hat er das geschrieben? Es gibt ja den Mythos, es sei vom tatsächlich von Abdul Al-Hazred. Genau. Al-Hazred, genau. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, geschrieben, der verrückte Araber, wie er auch genannt wird. Genau. Aber wie kam das dann zu diesem Buch, das Necronomicon? Wie ist da die... Wie genau es dazu gekommen ist, das weiß der Bernhard wahrscheinlich besser. Ja. Aber ich halte es ja für einen Mythos, dass der Lovecraft das erfunden hat. Okay. Also ich sehe das von der anderen Seite, weil eben durch meine Bekanntschaft mit praktizierenden Necronomicon-Lesern ist es, erscheint es mir einfach unwahrscheinlich, dass innerhalb so kurzer Zeit eben das erste Mal erscheinen in einem Roman. In den 20er Jahren. Ja, genau. Bis dann tatsächlich das Buch dann einmal am Markt war, dass sie da so ein morphogenetisches Feld aufbauen kann, das wirklich Dinge so bewirken kann. Und das einfach viel zu stark ist in die Richtung. Das erscheint mir einfach unwahrscheinlich. Mhm. Und es gibt ob belegt jetzt oder tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, aber es ist niedergeschrieben, dass
bereits vor den Romanen von Lovecraft über das Necronomicon berichtet wurde. Ja. Ja gut, aber warum glauben dann jetzt eigentlich alle, dass er das geschrieben hat? Ich meine, worauf beruht denn jetzt dann diese Annahme? Ja, vielleicht, weil es einfach weniger Angst macht. Wenn man sagt, das ist ein Film von einem Schriftsteller, von einem wahnsinnigen... Schaut einmal rein, man steht da jetzt, dass er der Autor ist eigentlich, nach den Aufzeichnungen von Greg? Also er hat es nicht, die offizielle Variante ist ja nicht so, dass er es geschrieben, sondern dass er es beschrieben hat. Er hat es eingebaut in seinen Büchern. Okay. Also aber es gehört zum Inventar des Schauerromans, also alte, verbotene, geheimnisvolle aber Bücher. Aber jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Gell? Also, der offizielle Autor von diesem Buch ist Abdul Al-Hazred. So wie es auch am Deckel steht. Okay. Gut, aber und als das Buch das erste Mal herausgekommen ist, war auch der offizielle Autor Abdul Al-Hazred? Immer. Okay, es gibt dann verschiedene Übersetzungen, John Dee wird auch eine zugeschrieben zum Beispiel, Olaus Wormius und so weiter. Also es gibt da tatsächliche und fiktive Autoren, die sich damit beschäftigt haben und so weiter. Also es gibt eine eigene Mythologie wiederum um das Necronomicon. Ja, das ist mir inzwischen schon klar geworden. Aber das heißt, und Lovecraft hat in seinen Büchern eingebaut. Er hat es einfach nur zitiert. Und er hat zitiert und dann hat man irgendwann gesagt, der war wahrscheinlich der Ghostwriter vom Abdul Al-Hazred. So Richtung könnte man das jetzt dann. So ist das dann der Mythos und Anführungszeichen entstanden, dass Lovecraft dieses Buch geschrieben hat. Wann ist es offiziell erschienen jetzt? Also, das weiß der Bernhard. Ja. Irgendwann im Mittelalter. Also jetzt sagen wir so, die ganz offizielle Variante, Version ist, Lovecraft hat es erfunden und einem fiktiven Araber namens Abdul Al-Hazred zugeschrieben. Okay. Und hat dann berühmte Namen wie eben John Dee und so weiter verwendet, um dem noch mehr Historizität zu verleihen. John Dee, wer war das jetzt? Ein Magier Zeit von der Königin Elisabeth I. in England, der auch am Hof von Rudolf II. In Prag war und so weiter. Also eine sehr bekannte Persönlichkeit. Geheimdienstleiter von. Genau. Ja. Von dem er das 007 stammt übrigens. Genau. Also er hat in Prag spioniert für die englische Königin und wenn Berichte waren, die er geschrieben hat, die nur für die Königin waren, dann hat er das damit gekennzeichnet, dass er die Lorgnette von ihr gemalt hat, also diese Brille am Stiel quasi, und es waren eben die zwei Brillengläser mit dem Stiel dazu und es schaut eben aus wie 007. Oh. Also das ist so die... Wir sind ja im Jahr 007, ne? Also auch richtig, genau. Gute alte Synchronizität. Ja gut, okay, also das ist... gibt es da irgendwo eine Erstausgabe, eine offizielle oder es so? Es gibt verschiedene Ausgaben, die dann rausgebracht worden sind von unterschiedlichen Verlagen, die einfach mit dem berüchtigten Namen Geld machen wollten. Und die Englisch erste und ist Deutsch. Aus welchem Jahr? Müsste ich jetzt lügen, wenn es genau, aber ich glaube aus den 50ern in den USA oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das findet man im Internet leicht. Also da gibt es verschiedene Ausgaben. Also die, was im deutschsprachigen und auch im englischsprachigen Raum als die beste gilt, ist die da ist im deutschen Raum aus dem Schikowski Verlag. Wo auch noch die Goethe drinnen ist von Gregorius, der Magier im Deutschland des 20. Jahrhunderts war, also auch in den 20er Jahren. Gilt als die, wie soll ich sagen, zuverlässigste oder beste Ausgabe. In den 20er Jahren, hast du jetzt gesagt. Ja, also hat der Gregorius gelebt und geschrieben. Die Ausgabe, die jetzt vom Schikowski Verlag ist. Die ist von 1980. 1980, okay. Okay. Also, gut. Und irgendwie glaubst du jetzt aber, das Ding ist im Mittelalter geschrieben worden. Also, Martin und ich gehen davon aus, dass es tatsächlich ein Buch gibt. Ob das jetzt tatsächlich Necronomicon, also der Originaltitel ist scheinbar Al-Azif. Und, ich glaube auch, dass es ein Buch gegeben hat, auf das der Lovecraft sich bezogen hat. Okay, das ist aber, ja. Wie das jetzt auch immer geheißen hat. Aber er hat ihm dann offensichtlich den Titel gegeben, oder? Er hat es anscheinend nur ein Necronomicon genannt. Irgendwie. Vermutlich. Aha. Also das Buch der toten Namen hat man es übersetzt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man das bezeichnet. Also man weiß es einem einfach nicht genau. Auch, ne? Er hat es gut geschrieben, aber ich glaube eben, dass es nicht von ihm erfunden worden ist. Ja. Warum hat er, wie kam es zum Namen Necronomicon? Was heißt das?
Wie gesagt, die geläufigste Übersetzung aus dem Griechischen ist eben das Buch der Totennamen. Ah ja, okay. Aber es gibt auch noch andere. Es ist schwierig, ihn zu übersetzen. Zum Beispiel auch der berühmteste Spruch aus dem Necronomicon, der rauf und runter zitiert wird von Lovecraft-Fans, ist "That is not dead, which can eternal lie, yet with strange eons even death may die." Und eons? Ja, also auch in fremden Zeitaltern kann sogar der Tod sterben. So das. Aber da gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen wieder, die verschiedene Aspekte davon beleuchten. Und was steht denn jetzt so in a nutshell im Necronomicon? Ich meine, so kurz zusammengefasst. Es ist eine Anleitung, wie man als Magier, als Schwarzmagier jetzt in dem Fall dann, die Pforten öffnen kann, um Dämonen in unsere Seinsebene zu holen, denen man dann Aufgaben gibt. Wenn man die Aufgaben erledigt haben, werden sie dann halt wieder mit viel Primborium und Ritualen wieder zurück auf ihre Seinsebene geschickt. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Und dann gibt's er schreibt selbst da, also er jetzt in dem Fall Al-Hazred schreibt, dass man wirklich sehr gut ausgebildet sein muss, dass man wirklich alles auswendig können muss, dass man davor, danach, Fasten, sexuelle Enthaltsamkeit und so weiter und so weiter. Also das sind so Rituale, genau. Das sind so Rituale, die einfach sie über Monate zum Teil hinziehen, bevor man es machen darf und dann auch, um den wieder wegzuschicken. Ja, und das ist grundsätzlich eigentlich alles. Nicht? Der warnt auch. Also den erhobenen Zeigefinger gibt es auch vom Al-Hazred in dem Buch. Aber steht jetzt alles drinnen, was man wissen muss und auswendig lernen muss? Ja, stehen sogar die Lautübersetzung vom Altbabylonischen ins Deutsche. Steht Altbabylonisch drin, also. Also die Götter, die er da beschreibt, beruhen auf altbabylonisch-sumerischen Gottheiten. Ja. Der Al-Hazred. Lovecraft auch und Al-Hazred. Ah, ja. Also im Necronomicon sind auch Namen wie Inanna, Enki, Marduk und so weiter und alles, was wir eben kennen aus der babylonischen Mythologie. Ist Enki nicht der ägyptische? Aber, Enki ist auch okay. Sumerisch. Ja. Ah, okay, sorry. Oh, sehr spannend, wieder neu. Also, was mir wirklich fasziniert, ein Ding, das ist so, ich habe ja früher, als ich noch Student war und ganz viel Zeit gehabt habe und endlos Stapel aus dem Internet ausgedruckt gelesen habe, da habe ich ständig bin ich über Lovecraft, Necronomicon hier und da und natürlich Crowley gestoßen, aber vor allem über Lovecraft. Und mir hat der Name sehr gut gefallen. Sehr schöner Name, finde ich. Ja, aber er hätte ein schöneres Leben führen sollen. Namen, ey. Ja, aber dann hätte Liebeskunst. Dann hätte er nicht deine Lieblingsliteratur verfasst, Bernhard, glaube ich. Es ist nicht ganz meine Lieblingsliteratur. Einer deiner, ja. Genau. Also wenn er ein glücklicher Familienvater mit drei Kindern gewesen wäre, irgendwann an der Ostküste, dann glaube ich nicht, das wäre sich nicht ausgegangen. Also. Nein. Und ja genau, das ist alles so verwoben und verzahnt, ne? Und ja, natürlich ist das spannend, ja. Gleichzeitig auch diesen Respektabstand, den man haben sollte, aber da gehe ich mit dir ganz einher, Bernhard. Also ich finde, man sollte nicht einfach alles, was jetzt irgendwo ins Dunkle geht, von vornherein abwenden, nicht, weil ich glaube, dass das jetzt vor allem nämlich, weil es dann zu leicht wird, Dinge abzustempeln. Man braucht ihm dann nur sagen, ja, das ist was Dunkles und alle wenden sich sofort ab und keiner schaut ein zweites Mal hin. Genau. Das ist, finde ich, die Gefahr dran. Ja, und genau. Noch mehr, je mehr man gegen etwas kämpft, umso mehr Kraft gibt man ihm. Ja, da sind wir jetzt wieder bei der Viriel. Hallo übrigens. aber ja, na klar. Also, glaube ich schon, dass das so ist. Aber eben auch, man muss sich seine eigene Meinung bilden. Also es hat keinen Sinn, irgendjemandem zu glauben, es ist jetzt dunkel. Ich meine jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ein Economicon wirklich selber liest, aber man soll es eigentlich selber lesen, wenn man wirklich, sollte man nicht, Bernhard, okay. Na, wenn man darüber eine Aussage treffen will, meine, ja? Okay. Du hast es nämlich angelesen. Na. Ich hab's einfach als Lovecraft-Fan einmal mir nicht nehmen lassen, es zu kaufen. Und es steht halt jetzt bei mir daheim im Regal neben den Büchern vom Lovecraft. Es haben mich schon einige darauf angesprochen. Martin hat mir erzählt, er hat es zum Beispiel weggeworfen, weil er es nicht mehr bei sich zu Hause haben wollte. Aha. Und ich denke auch nur an deine Reaktion vor der Sendung, als ich es dir gegeben habe und du sofort, du hast einen Blick drauf geworfen und der Körper hat sofort mit Abscheu reagiert. Hat er das? Ja, total. Du hast dich angeekelt abgewendet von dem Buch.
Nein, wie findet man ganz ruhig lesen? Nein, ich habe es nur kurz weggeworfen, weil es in mein Knie gebrannt hat. Aber Entschuldigung. Also ich dann ein bisschen nach verbranntem Fleisch. Ja. Na, man kann es ruhig lesen, denke ich mal. Also das. Okay, also was jetzt? Kann man es jetzt lesen oder nicht? Man darf es halt nicht... nicht kommt Zeit, kommt Buch, schreibt der Meister. <Meister. lacht> Also du sagst, man kann es lesen. Warum? Ja. Ja, man, wenn man es, man kann alles lesen. Ja, was? Okay. Ich kann nicht ohne Folgen alles lesen. Man kann, wenn man vorher weiß, also wenn man die Sendung gehört hat, dann weiß man das. Dann ist man völlig informiert drüber. oder man denkt sich, nein, ich weiß nicht. Okay. Vielleicht wertfrei einfach lesen. Ne? Mhm. Ja gut, wie kann, ja, wertfrei, ja. Ja, man könnte es ja lesen wie ein Roman, ne? Das lässt man auch nicht so an sich heran. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe es ja nicht gelesen. Du auch nicht eigentlich. Natürlich habe ich es durchgeblättert und überflogen. Aber das ist klar. Sobald Beschwörungsformeln anfangen, lese ich bewusst drüber. Ja, warum? Weil ich einfach zu genau weiß aus meiner eigenen magischen Praxis, wie kraftvoll die Dinge sind und sich auch schon ins Unterbewusstsein einprägen, wenn man sie bewusst liest. Ja, und glaubst du nicht, dass du diesen Dingen Herr wirst? Ich möchte es nicht rausfinden. Dazu habe ich, also wie gesagt, ich mag es, wenn es spooky wird, und ich habe auch in meiner Arbeit, so also mit Energiearbeiten und so weiter, sehr viel mit Dämonen und so weiter zu tun, aber bei Lovecraft und Necronomicon, da habe ich einen Heidenrespekt. Mhm. Von Weltenbürger. Es gibt eine These. Wir Menschen wissen mehr über den Tod, den Krieg und den Hass als über Frieden und die Liebe. Wozu konzentrieren wir unsere Energie auf dunkle Feldenergien? Braucht diese Zeit nicht klare, lichtvolle und feinstoffliche Frequenzmuster? Absolut richtig. Absolut richtig. Ja? Ja. Geht d'accord, auf jeden Fall. Aha. Auf jeden Fall. Es geht nur darum, aber, dunkles... Ja. Entschuldigung. Sagst du, Martin. Ja, es ist einfach so, je mehr man die Dunkelheit verneint und nicht involviert in das Licht, desto kräftiger wird sie einfach. Es ist wie der Schatten seiner selbst dann. Und irgendwann ist es dann... sind es dann Geister, die ich rief, wenn man einfach nur kurz antippt und nur kurz dran denkt, das ist dann ein Ungeheuer, den man nicht mehr her wird. Ne? Das heißt, die Dunkelheit ins Licht nehmen einfach und den wegschieben und wegdrücken. Ne? Aber genau deshalb bin ich eigentlich sehr skeptisch deiner Einstellung gegenüber diesem Buch. Denn wenn du es quasi nur so unter Kontrolle halten kannst, sage ich jetzt mal, indem du es wegschiebst und quasi diese Erfahrung nicht machen möchtest, dann... mit aller Vorsicht sage ich das garantiert, du wirst diese Erfahrung machen. Und was machst du dann? Dann bist du aber ein bisschen unvorbereitet, oder? Ich weiß nicht, oder? Du, ich gehe davon aus, dass mir sowieso immer nur das begegnet, womit ich gerade umgehen kann. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass ich es wegschiebe. Ich habe es ja zu Hause und ich habe nur einfach keine Lust, mich jetzt aktiv damit auseinanderzusetzen. Okay. Ja, ich muss... mir nicht Heroin spritzen, um drauf zu kommen, dass es nichts ist für mich. Ja. Passt das jetzt wirklich zu dem anderen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich muss nicht jede Erfahrung machen. Heroin ist nicht in der Luft. Ja? Also wenn Heroin zum Beispiel jetzt da, wenn du plötzlich, wie soll ich das sagen, ja, Heroin musst du explizit spritzen und dann kannst du was tun. Aber diese Dinge da, ich meine, die... Die muss ich auch explizit ausüben im Ritual. Mhm. Okay. Und das will ich momentan einfach nicht. Momentan, aber... Ja, wer weiß, ich weiß ja nicht, was in 5 Minuten passiert. Oh, keine 5 Minuten schon. Ja, nur um als Beispiel, ich weiß ja nicht einmal das. Das heißt, wie soll ich sagen, was in ein paar Jahren passiert? Okay. Kannst keine. Du warten, bis ich gegangen bin? Und ich auch. Also. Wer schiebt jetzt das weg? Nein, ich schiebe nicht weg, ich gehe nur. Nein, ich frage das alles ein bisschen provokant, ja, also weil ich es einfach spannend finde, aus dem Mund eines Mediums, der... sich sehr viel mit lichtvollen Dingen beschäftigt, sowas zu hören. Wie transformieren wir dann diese
dunklen Felder, schreibt Weltenbürger weiter. Naja, ich denke mal, was du jetzt gesagt hast, ja, du zeigst auf, bitte. Das wollte ich vorher schon sagen. Ich habe das immer wieder erlebt bei Schwitzhüttenritualen in der Lakota-Tradition, der ich doch sehr verbunden bin, wo bei bestimmten Schwitzhütten zum Beispiel die negativen Wesen bewusst eingeladen werden, damit man sie ehrt und achtet, weil auch die zum Kosmos dazugehören. Ja, also das ist meilenweit entfernt von dieser rosaroten Brillen, Licht und Liebe-Esoterik. Mhm. Sondern die sagen, die gibt's, die sind sehr machtvoll und die haben ihre Aufgabe und aus dem Grund werden sie auch geehrt. Die werden bewusst eingeladen, mit in die Schwitzhütte zu kommen oder die Energien da zu haben und natürlich später auch wieder verabschiedet. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man ihnen auch den Respekt zukommen lässt, der ihnen gebührt. Weil umsonst sind sie auch nicht da. Ja, das leuchtet mir sehr ein. Wirklich. Das leuchtet mir sehr ein. Du hast, und ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist und alles und hin und her, aber ich glaube einfach, wie du sagst, diese rosa, wir wollen nur Lichtvolles. Was ist denn dann mit den ganzen Dunklen? Was machen denn dann die? Also ich meine, wir können ja jetzt nicht hergehen und sagen, alles, was jetzt da nicht lichtvoll ist, weil, was heißt denn das schon wieder? Ich würde gerade sagen, das ist nur eine Sache der Standpunkte. Ja, genau. Wo ist Licht und wo ist Dunkel? Überhaupt, ja, also ist ja egal, ja, aber ist egal, wir teilen irgendwas, also es gibt da quasi zwei Hälften, die sogenannte helle, sogenannte dunkle, und wir wollen jetzt nur mehr das und glauben, dass uns dann das andere nicht in den Arsch beißt, oder ja, ich glaube, das funktioniert so ja nicht, nicht? Weil das ist wie, wenn ich elektrisches Licht habe mit 40 Watt Birne, ist der Schatten nicht so dunkel als mit einer 100 Watt Birne. Nicht? Das heißt, je mehr Licht, desto mehr Schatten auch da. Ja, schöne. Und damit muss man irgendwie umgehen können. Nicht? Schöne alte Metapher. Ja. Wo viel Licht, da viel Schatten. Ja. Wo mehr Licht, da noch mehr viel Schatten. Das ist, ja. Und es gehört eben integriert und nicht verurteilt und weggestoßen. Ja. Und ich habe mir heute, im Forum hat jemand so einen wunderschönen Avatar, ich glaube, es ist eh da unarmed, von zwei so Yin-Yang-Zeichen, die sich nämlich drehen, also auf 90 Grad Winkel stehen die und das passt immer genau durch, so das Ding, wenn man sich das ungefähr vorstellen kann, sonst kann man aufs Forum gehen, das ich sowieso empfehlen möchte, weil das wirklich also sehr spannend ist, glaube ich. Aber das eine bedingt das andere und das andere kann das eine nicht sein, es ist ein Ganzes. Ne? Genau. Und jetzt drehen wir heute über Lovecraft, zur Erinnerung, und auch das Necronomicon, das also habe ich einmal wieder gehört, so, und bloß weg. Und ich kann dazu nur sagen, ja, Respekt, ja, und eine gewisse Vorsicht da, ja, aber das einfach alles wegzuschieben, wenn es funktionieren würde, wäre ich eh dafür, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, das ist alles. Das wissen wir ja auch aus der Psychologie, ja, sobald genau, man was verdrängt, ich meine, bitte. Ja, genau, Jung beschreibt das ja immer wieder, sehr gut. Ja, der Schatten, das ist genau, ja. Wenn, ich glaube, sinngemäß heißt es da, wenn du verurteilst, dann wendest du eben das Dunkle ja an oder so, meint Dönermeister. Ja, ja, wer genau, klar war, ja. Genau. Also das ist dann genau wieder das. Indem man es quasi verdrängen möchte, wird man selbst zu dem. Gibt ja unglaublich. Also, sobald die Wertigkeiten aufstellen, ist es schon soweit. Hm? Die amerikanischen Fernsehprediger, die nachts ins Bordell gehen. Das ist genau, diese psychopathische Persönlichkeit. Genau das, was man ablehnt, ja eben. Genau. Das heißt eben nicht, dass man muss es ja nicht gutheißen. Das ist ja wieder was anderes. Aber einfach achten oder respektieren, das gefällt mir sehr. Respektieren, ja. Also zumindest einfach lassen. Also ich meine, nicht versuchen darauf einzuwirken, es zu zerstören oder zu erhellen oder keine Ahnung was. Ja. Die Maßstab ist für mich immer, je mehr Angst ich habe davor oder je mehr es mich stört oder je mehr ich es ablehne, so ganz aus dem Bauch raus, umso mehr hat es mit mir zu tun. Ja. Jetzt vielleicht doch noch, aber jetzt ganz kurz zum, also wenn jetzt irgendjemand sich dafür interessiert und ich möchte das gar nicht für irgendjemanden, also es ist seine eigene Entscheidung, ob er dieses Buch jetzt liest oder irgendein anderes dieser dunklen Bücher, mein Alistair Crowley, bla bla bla, gibt es ja genug, aber was steht denn da jetzt drinnen? Also ich meine, jetzt das habe ich schon mal gefragt, ich weiß, du schaust mir das ganz was an, aber wenn man jetzt da diese Formeln da, man kann mit diesen Formeln also diese Wesen rufen und es gibt andere Formeln, wo man diese Wesen dann wieder verschwinden lassen kann. Genau. Und diese Wesen können dann für einen was tun. Genau.
und das kostet nichts. Natürlich kostet es was. Ja. Aber jetzt kostet es, sage jetzt einmal, materiell kostet es nichts. Ne? Ja. Fürs Erste, sagen wir mal, fürs Erste. Und dann kommt es halt darauf an, was du mit diesem Wesen bewirken willst. Ne? Mhm. Und da ist der unglaublich hoher, sage ich jetzt einmal so. Mhm. Und der wird halt im Feinstofflichen bezahlt. Ne? Ja. Und jetzt nochmal auf den Inhalt. Jetzt nochmal auf den Inhalt von dem Buch zurückzugehen. Wird da irgendwie beschrieben, was das für Wesen sind? Ganz genau. Ja? Also wirklich ganz genau, wie sie aussehen, welche Attribute sie mit sich führen, was sie können, was sie nicht können, welche Schwächen sie haben, welche Stärken sie haben. So richtig. Aha. Also wie Schachfiguren. Ja, genau. Aha. Und das ist auch ein bisschen so, nicht? Und dann holst du den und machst das und dann mit dem kannst du das andere wieder wegmachen und so weiter und so fort. Oh, da verstrickt man sich einer unglaublich. Ja, natürlich, natürlich. So wie in der Pharmaindustrie, wenn den das pulvern und dann muss man noch das nehmen. Genau. Und das ist aber wieder eine Nehmung und das genau. Nimmst du ein bisschen was von dem. Ja, genau. Und wenn es dann schlecht geht, nimmst du das. Wenn du wieder besser gehst, kannst du die drei wieder nehmen oder so. Genau. Finde ich super. Und aber Cthulhu Mythos und Pharmaindustrie am Atemzug zu nennen. Auf der Ebene bezahlst du halt maximal jetzt, sage ich mal, mit deinem Tod. Das ist jetzt ja nicht so aufregend. Aber auf der feinstofflichen Ebene, da zahlst du halt wirklich ganz anders. Da ja. Zahlst du halt mit, was weiß ich, seelisch, wo in deiner nächsten Inkarnation dir einfach ganz viele Dinge fehlen, die du bräuchtest, um ein glückliches Leben zu führen. Was hat dich eigentlich davon überzeugt, dass das alles, von dem wir heute sprechen, echt ist? Und mein Bauchgefühl. Hm. Von Anfang an. Einfach das. Und sonst, also du sagst, ich bin schon lange davon weggegangen, dass ich jetzt statistische, wissenschaftliche, sonstige Beweise brauche. Ja. Wenn mein Bauch sagt, so ist es, dann glaube ich dem einfach, weil dann habe ich so viel Vertrauen. Gut und schön, ja. Aber gab es nicht irgendwo eine Zäsur in deinem Leben, wo du dann, ich meine, sowas wird es doch einmal gegeben haben, oder? Dass du da, weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber gab es irgendwo einmal so ein Erlebnis, wo du dann wirklich, du bist überzeugt davon, dass wir da auf einer Realität spielen, dass Magie existiert, ja? Natürlich. Ich meine, wer war das schon, der gesagt hat, dass einer der Regeln für Kontakt mit den anderen da draußen, mir fällt der Name später ein, dass also hochentwickelte Technologie uns immer wie Magie vorkommen wird. Science Fiction Autor. Ja, ja. Arthur C. Clarke. Clarke, genau. Ja. Was hat die davon dann wirklich überzeugt, dass diese Magie existiert? Das okay, nur das Bauchgefühl? Oder? Nein, das ganze Sein einfach. Mhm. Ich habe mir über die Jahre, also ich muss sagen, das hat bei mir angefangen als Dreijähriger ungefähr, wo das erste Mal aktiv Gedanken in die Richtung kommen soll. Aber da hat es dann eine Zäsur gegeben, wo das wichtig war für mich, dass das komplett aus meinem Leben verschwindet. Und so als 14-, 15-Jähriger ist es wieder aufgetaucht einfach. Und in der Zeit bis jetzt, hab ich mir einfach ein Weltbild, ich sage jetzt einmal, erfüllt, angeeignet, gelernt, erlesen, wie auch immer, das darauf baut, dass solche Sachen existieren. Weil würde ich an das nicht glauben, dann könnte ich diese ganze Lichtgeschichte auch vergessen. Deine Sendung würde sich selbst ad absurdum führen. Es wäre einfach alles ein bisschen ganz anders. Ne? Verstehst du? Ja. Und das ist einfach meine Bestätigung für mich. Und es gibt natürlich Erlebnisse privater Natur, die das Ganze massivst untermauern. Ja? Und da möchte ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Okay. wahrscheinlich wirst du auch nicht wieder reden, aber die Freunde, die du hattest, die da ein bisschen herumexperimentiert haben, kannst du da ein bisschen mehr sagen, was denen passiert ist? Naja, angefangen jetzt von diesen Schatten von nicht existierenden, nicht materiell existierenden Wesen. Das war jetzt so eine Kleinigkeit. Ja. Aber was weiß ich, von Türen öffnen aus einer Blödheit heraus, also jetzt ohne viel Ritual, ohne viel Primborium, wo dann einfach Stunden später sie den Fuß gebrochen hat, so quasi als Klatsch auf die Finger. So, lass es einfach sein, auch von der anderen Seite, weil die sind ja nicht interessiert daran, dass das irgendwelche Leute machen, sondern die haben ja Interesse daran, dass das möglichst machtvolle Magier, nenne ich es jetzt einmal, machen, weil die da ja auch was davon haben, ne? Nämlich Energie aus der Seite.
Moment, weil also die dunkle Seite, die sogenannte dunkle Seite, die möchte nicht, dass jeder... Ja, natürlich nicht. Das, was sie machen können, ist, dass sie einfach einen Menschen töten, jetzt materiell. Ne? Ganz ruckzuck, aber der hat ja nichts davon. Ja. Je machtvoller sein Gegenüber ist, desto mehr Energie kann er davon ziehen. Ne? Das ist ja ein Spiel auf Gegenseitigkeit. Mhm. Das heißt, es geht da um... Es geht um... Was für, wie beziehen die Energie von denen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, diese dunklen Mächte? Wie? Na, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, Hausnummer 3 Monate sexuell enthaltsam lebe, wenn ich faste, wenn ich nur gewisse Lebensmittel zu mir nehme, wenn ich an Plätzen bin, die sehr energievoll sind, um mich einfach rituell darauf vorzubereiten, wenn ich mir Amulette machen muss, wenn ich Dolche schmieden muss und so weiter, da gebe ich ja schon mal ganz viel Energie in das ganze Ritual rein. Ne? Also ja. In die Vorbereitung allein schon. Das Ritual selbst ist unglaublich energievoll, unglaublich machtvoll. Ja. Und ja, und genau das ist das, wo die Energie für die andere Seite herkommt. Ne? Mhm. Das ist einfach wie ein Stecker einstecken und der sagt halt dann so. Das, sobald das Tür offen ist, geht's los. Was ist denn jetzt in deiner Erfahrung, wodurch würde es jetzt, wenn du jetzt eine Erfahrung hast, hättest oder was auch immer, mit einer Entität, einem Wesen, woran würdest du erkennen, ob sie von welchem Team das kommt? Das kann man so leicht, glaube ich, gar nicht erkennen. Aha. Also ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Oder man bewegt sich auf der Schneide und kann auf beide Seiten umkippen. Du kannst einfach mit Energien, und ich nenne es jetzt einmal nicht die dunkle Seite, sondern einfach Energie, du kannst mit Energie unglaublich fühlen. Und es kommt immer auf dein Ego, auf deinen Charakter, deine Bewusstseinsbildung, auf deine Charakterstärke und so weiter, kommt es aus, du dann mit dieser Energie machst. Ne? Aber die haben kein Dreamtick. Trikot an oder so. Ja, es gibt schon ein paar Hinweise. Ja, genau. Also Humor ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Für welche Seite? Was glaubst du? Die Bösen. Lustigerweise haben die überhaupt keinen Humor. Nee? Nein. Aha. Das hat damit zu tun, dass die auf Angst basieren. Das ja, und, das irgendwie das sagt man, irgendwie das passt jetzt für mich. Die haben keinen Humor. Ja, weil... Lachen, also es ist rein körperlich jetzt für uns nicht möglich, Angst zu haben, körperlich, wenn man lacht. Und die basieren auf Angst. Hm. Ja. Natürlich ist das jetzt eine sehr anthropozentrische Sichtweise, dass man das auf die überträgt. Das ja, ist schon klar. Auf den schon. Also so werden sie nicht auftauchen. Ja, also es ist, ich glaube, man spürt es auch einfach. Naja, da wäre ich jetzt vorsichtig mit, man spürt es auch einfach. Ich habe da letztens also auf Coast ein sehr interessantes Interview gehört von einem, der also ständig entführt wurde und sich aber total daran erinnert. Und die Jungs, diese Grays oder wer auch immer, man muss das einfach nicht so stehen lassen. Man kann, ja, von mir aus, er spinnt oder was auch immer, aber der Typ war sehr spannend. Und diese Wesen sind ihm erschienen als Teufel, sind ihm erschienen als Engel. Und dann haben sie aufgehört und gemeint, ja, was ist jetzt los mit dir? Mit was können wir dir jetzt da überzeugen, dass du einfach das tust, was wir wollen? Mhm. Also sie wollten angeblich die Erde retten und brauchen uns dazu. Und also das war beides Mal sehr überzeugend. Mhm. Also auch wenn sie gesagt haben, ich bin der Teufel und dann haben sie am nächsten Tag oder bei der nächsten Entführung sind sie dann wieder ganz anders gekommen. Ne? Deshalb wäre ich da vorsichtig. Also mit Spüren, gell? Mein Gott, was man alles nicht spürt, gell? Also. Nein, ich meine jetzt nicht eine überzeugende Darstellung sehen und die für wahr halten, sondern was ich dahinter spüre. Ja, ich weiß, ja natürlich. Ich meine, letztendlich kann man sich ja dann wieder nur drauf verlassen, ne? Es ist nicht so leicht alles zusammen, ne? Aber es wäre ja Fahrt, oder? tja, aber. Wir kommen ans Ende dieser Sendung, die wie immer im Flug verging, also ich hoffe auch den Hörern. Energiehandel im Jenseits, tolle These, schreibt Paul Gabel. Also, ein bisschen Energie, ja, bitte. Und fangen wir dann ab. Lovecraft und alles, was damit zusammenhängt, also das heißt,
schon ein relativ großer Einfluss auf unsere. Was glaubst du denn, wie groß eigentlich sein Einfluss auf die Filmemacher und auf die Drehbuchautoren zum Beispiel ist jetzt dieser? Es kommt natürlich darauf an, welche Filmemacher und Autoren, aber ich glaube, er hat im kollektiven Unbewussten so viel bewirkt, was wir gar nicht abschätzen können, dass er sowieso auf jeden Menschen einen starken Einfluss gehabt hat, wie jeder Künstler, der irgendwas hinterlassen hat. Aber gerade im Bereich des Fantasy-Horror-Science-Fiction-Genres ist sein Einfluss gar nicht absehbar noch. Ja. Ja, und glaubst du, alles gut oder schlecht, dass er so einen guten, also einen großen Einfluss gehabt hat? Nichts ist gut oder böse, der Mensch macht es erst dazu. Ja. Ja, also ebenso wie der Martin vorher gesagt hat, es hängt vom Menschen selber wiederum ab, von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen, wie er damit umgeht. Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall gut war, dass er einfach ein Ventil geschaffen hat für Leute, also da irgendwie in solche Welten da von mir aus zu flüchten, wenn man das will, wenn es einem hilft, ne? Ich weiß nicht, warum nicht. Aber also die moderne Horrorliteratur wäre zum Beispiel ohne Lovecraft überhaupt nicht denkbar. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, wie viel da umgesetzt wird, wie viele Millionen Leser ein Stephen King hat oder viele andere, also dann ist es schon beeindruckend, was für einen Einfluss oft noch einmal das kollektive Unbewusste an Lovecraft gehabt hat. Auch indirekt natürlich. Nein, das glaube ich auch, das auch meine einleitenden Worte, wo er das irgendwie so ein bisschen mit diesem UFO-Phänomen zusammengebracht hat, weil das ist auch, eben, wie gesagt, ein Bewusstseinsphänomen. Und ja, Lovecraft war einer der ersten Präastronautik-Autoren. Ah, wer? Warum? Naja, er schreibt darüber, dass die Erde schon in Urzeiten von außerirdischen Rassen besucht worden ist. Ja, stimmt, da haben wir im Angel. Die großen Alten kommen zum Beispiel von Peter Goetze aus dem Orion. Ach, du Lieber, da rückst du erst jetzt damit raus. Das ist auch, deckt sich total mit modernen, also mit Leuten, die jetzt herumrennen und sagen, ja, sie haben die getroffen. Genau. Und und deshalb glaube ich nämlich, dass der Typ nicht einfach nur alles erfunden hat aus irgendeinem Grund, obwohl ich überhaupt mich nicht mit ihm beschäftigt habe. Aber also das heute hat mich noch mehr irgendwie, bringt mehr noch in die Richtung. Noch also ich habe viele Freunde und Bekannte, die gerne noch Lovecraft, die auch alles sagen, da steckt mehr dahinter als nur raffinierte Horrorgeschichte. Ja. Natürlich würde mich jeder Literaturwissenschaftler jetzt kreuzigen. Ja, klar. Gut. Mein Gott. Müsst überstehen. Solange sie nicht eine Seele bekommen. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Es war sehr spannend. Sehr, sehr spannendes Thema und ihr beide habt da irgendwie einen sehr guten, einen sehr interessanten Einblick, finde ich. Also danke vor allem auch Martin, dass du da irgendwie heute über deinen Schatten gesprungen bist. Und ich hoffe, vielleicht ergibt sich ja wieder mal was. Du hast ja heute einiges angedeutet, das darauf schließen lässt, dass du auch fernab vom Necronomicon einen sehr interessanten Studiogast abgeben würdest. Danke vielmals. Also mir wäre lieber, wenn wir das Necronomicon damit abschließen. Oh ja, gern, ja. Sehr gern. Thomas Broch, das passt jetzt. Ja, genau. Also, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Also wer mit dem Gedanken spielt, sich einmal tätowieren zu lassen, kann ich Martin nur empfehlen. Ja, ja. Genau. Aber du hast ja auch von ihm tätowieren lassen. Unter anderem, ja. Ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ein Ei. Aber wurscht. Gut. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst, Bernhard. Danke, dass du warst, Bernhard, und bist. Gerne. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir und eigentlich auch auf die nächste Sendung mit dir, weil ich glaube, wir werden einmal eine machen. Ich bin nicht sofort dabei. Okay, passt. Ja, die nächste Sendung, Crop FM, findet statt am 2. Februar 2007, wie immer am Freitag. Und es geht dabei um Korot, wie ich eh schon in den News erwähnt habe. Also Korot, diese Mission, um neue Planeten zu entdecken, Planeten, die vielleicht bewohnt sind, Planeten, die nicht um unsere, also nicht Planeten in unserem Sonnensystem, sondern extrasolare Planeten. Ganz ein spannendes Thema, ganz ein spannender Gast, Helmut Lammer, der am Institut für Weltraumforschung in Graz arbeitet und
schon öfter zu diesem Thema zu Gast war, aber jetzt gab es eben am 27. Dezember den Start von Korot. Konnte leider nicht hin zu dieser Presseveranstaltung, aber bin schon sehr gespannt, was er in der nächsten Sendung erzählen wird. Bedanke mich bei den Gästen, bedanke mich bei den Hörern fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.